Herzlich willkommen zum Wiedenester Bibelwerk, zum Buch Nehemia, Folge 21. Wir sind bei Kapitel 13 angekommen, das letzte Kapitel dieses Buches, und werden merken, hier werden sehr konkrete Schritte getroffen, um diesen geistlichen Aufbruch, den das Volk erlebt hat unter Esra und Nehemia, um das zu sichern, damit das Ganze nachhaltig wird. Einiges von dem, was wir hier lesen, befremdet zunächst. Wir schauen mal genau hin und versuchen es zu verstehen. Und zu dieser Zeit, also das ist die Zeit der Einweihung der Mauer, Kapitel 12 und Vers 44 folgende, als man entsprechende Strukturen geschaffen hat und Beamte eingesetzt hat, Beauftragte. Zu dieser Zeit las man aus dem Buch des Mose vor den Ohren des Volkes. Also das war keine einmalige Aktion, ja, Kapitel 8, dass man das Buch des Gesetzes des Herrn gelesen hat, 3 Stunden lang, sondern das zieht sich durch. Also bei aller Betonung, ja, in den letzten Kapiteln auf Musik, auf Gottesdienst, auf Opfer, auf Abgaben, wird das Gesetz weiterhin gelesen, es ist präsent, man hört es regelmäßig. Und fand darin geschrieben, dass die Ammoniter und Moabiter niemals in die Gemeinde Gottes kommen dürften. Also nicht Teil des Volkes Israel werden konnten. Begründung Vers 2. Weil sie den Israeliten nicht mit Brot und Wasser entgegenkamen und gegen sie Bileam verdingten, damit er sie verfluche. Aber unser Gott wandte den Fluch in Segen. Hier wird zurückgegriffen auf die 5 Bücher Mose. Ja, die Ammoniter und Moabiter waren sogenannte Brüdervölker oder Brudervölker der alttestamentlichen Israeliten. Also man hatte gemeinsame Vorfahren. Dahinter steckt ganz antik, auch altvorderorientalisch, auch ein ganz hohes Ideal an Gastfreundschaft. Also sie haben den Israeliten, als sie aus der Wüste kamen, nach dem Durchzug durchs Rote Meer, nach dem Aufbruch aus Ägypten, Brot und Wasser verweigert, haben sie nicht aufgenommen, so wie es damaligen Brauch entsprochen hätte, vor allem eben unter mehr oder weniger entfernten Verwandten. Und sie haben, das wird im 4. Buch Mose ja ausführlich berichtet, auch versucht, einen Wahrsager, einen Zauberer, würde man vielleicht sagen, namens Bileam anzuheuern, haben angeboten, ihn teuer zu bezahlen, damit er dann das Volk unter einen Fluch legt. Aber unser Gott wandte den Fluch in Segen. Das wird dort in 4. Mose ausführlich berichtet. Ja, wie Bileam das Volk von einem Berg aus unter sich im Tal lagern sieht und das Volk dann verfluchen soll, aber eben nur einen Segen aussprechen kann. Und die Pläne ihrer Gegner, also der Schuss geht nach hinten los, das Volk wird nicht verflucht, sondern gesegnet. Als sie nun dies Gesetz hören, schieden sie alles fremde Volk aus. Also hier die intensive Beschäftigung mit Gottes Wort deckt immer wieder Missstände und Fehlentwicklungen auf. Und das ist faszinierend, dass das auch sofort angegangen und beseitigt wird. Also nicht, man müsste jetzt eigentlich, und das wird auf die lange Bank geschoben, und endlose Stuhlkreisrunden und Konjunktivformulierungen, sondern dort, wo ihnen etwas klar wird. Hier sind Fehlentwicklungen. Hier läuft etwas gegen den Willen Gottes, handelt man sofort und entschieden. Das ist hier sicher ein spezielles Gebot im Alten Testament. Ja, wird ja auch erklärt in Vers 2. Was ist der konkrete Hintergrund? Die Verweigerung von Gastfreundschaft und der Versuch, das Volk Israel sogar zu verfluchen. Habt mit solchen Leuten nichts zu tun. Sie dürfen nicht zum Volk dazustoßen.
Also das ist der Hintergrund. Das ist heute anders. Die Verse sind nicht wegweisend, ja, für den Umgang heute mit Fremden, mit Menschen aus anderen Völkern. Da gibt es im Alten Testament genügend andere Stellen, wie normalerweise mit Fremden, mit Fremdlingen umgegangen werden soll. Das wird relativ detailliert geregelt oder erstaunlich detailliert geregelt. Und dann im Neuen Testament haben wir ja auch einige Angaben, unter anderem das Gebot der Nächstenliebe. Also man wird das heute so konkret nicht mehr so tun und tun können. Aber was fasziniert, ist die Bereitschaft, tatsächlich das gehörte und verstandene Wort Gottes umzusetzen, konsequent umzusetzen. Und davon, ja, von diesem Vorbild, von dieser Bereitschaft können und sollen wir uns anstecken lassen. Und dann geht es in Vers 4 bis 13 um einige Missstände im Tempel, die Nehemia ebenfalls beherzt angeht. Und es hatte einst der Priester Eliashib, der über die Kammern bestellt war im Hause unseres Gottes, ein Verwandter des Tobia, diesem eine große Kammer gegeben, in die man früher die Speiseopfer gelegt hatte, den Weihrauch, die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl und die Gebühren für die Leviten, Sänger und Türhüter, dazu die Abgaben für die Sänger. Das ist der Tobia, der vorher schon mal erwähnt wird, ja, einer der Gegner des Mauerbaus von Jerusalem, jemand aus den umliegenden Völkern, die gegen den Bau der Mauern waren, die in Jerusalem mitmischen wollen. Ja, und einer der diensthabenden Priester, der mit diesem Tobia verwandt war, dem hat man also eine große Kammer im Tempel gegeben. Vers 5 wird deutlich, ja, es ist eine Zweckentfremdung. Die Kammer hatte einen besonderen Zweck. Hier, sie diente als Lagerraum für Geräte, also die Tempelgeräte für den Weihrauch, den man für den Gottesdienst brauchte, auch für Speisopfer, wohl nicht für die Tiere, aber eben für andere Speisen, die man Gott geopfert hat und für entsprechende Abgaben. Was dafür vorgesehen war, diesen Raum hat dieser Priester diesem Tobia zur Verfügung gestellt. Also das wäre, ich versuche es mal zu übertragen, ja, wie wenn heute in der Sakristei einer Kirche, wo die wichtigen Gegenstände für den Gottesdienst verwaltet werden, die Liederbücher, wo ein Teil der Technik steht und so weiter, wenn so ein Nebenraum also der Pfarrer seinem Verwandten sozusagen als Ferienwohnung überlassen würde. So ähnlich vielleicht, ja, mit mehreren Prisen Salz. Das war geschehen. Aber bei alledem war ich nicht in Jerusalem, denn im 32. Jahr Artahasters, des Königs von Babel, war ich zum König gereist und hatte erst nach langerer Zeit den König gebeten, dass er mich wieder ziehen ließe. Hier erfahren wir zwischendrin oder nebenbei, dass Nehemia nach 12 Jahren in Jerusalem zurückgekehrt war zum König, wahrscheinlich entsprechend ausführlich auch berichtet hat. Er hat dort längere Zeit wieder seinen Dienst als Mundschenk versehen und dann den König gebeten, dass er wieder nach Jerusalem zurückkehren darf. Und in der Zeit der Abwesenheit von Nehemia war diese Zweckentfremdung geschehen. Und als ich wieder nach Jerusalem kam, Vers 7, merkte ich, dass es Unrecht war, was Eliashib für Tobia getan hatte, als er ihm eine Kammer im Vorhof des Hauses Gottes gab. Also Nehemia merkt, was hier geschehen ist, und er handelt jetzt sehr konsequent. Ja, und es verdross mich sehr, eine starke Reaktion, und ich warf allen Hausrat des Tobia hinaus vor die Kammer. Also er räumt hier aus. Ja, er schafft Fakten. Heute würde man sagen, er lässt den Möbelwagen kommen.
alles wird aus der Sakristei rausgeholt, was da nicht reingehört, was andere dahingestellt haben, hier, wo andere gewohnt haben. Und der Raum, die Kammer, wird wieder ihrem ursprünglichen Verwendungszweck zugeführt. Hinaus vor die Kammer und befahl, dass sie die Kammer reinigten. Und ich brachte wieder hinein, was zum Hause Gottes gehörte, Speisopfer und Weihrauch. Also Nehemia tritt diesem Missbrauch entschieden und mutig entgegen. Das haben wir schon in Kapitel 5 gesehen, ja, dass er keine Hemmungen hatte, sich auch mit den Mächtigen anzulegen, Unrecht beim Namen zu nennen und entschlossen zu handeln, wenn hier diese Kammer im Tempel missbraucht wird, wenn Menschen das, was eigentlich Gott gehört, was für den Gottesdienst bestimmt ist, was damit für die ganze Gemeinde bestimmt ist, ja, das ist ja kein Selbstzweck, wenn das missbraucht wird, wenn sich Einzelne das unter den Nagel reißen, wenn sich Einzelne Vorteile verschaffen, da geht er konsequent dagegen an. Das ist faszinierend an Nehemia, diesen Mut. Er kommt zurück, er sieht die Missstände und er handelt entschlossen. Auch daran kann man sich ein Vorbild nehmen, selbst wenn mein Beispiel sicher konstruiert ist, dass die Kirchensakristei als Ferienwohnung verwendet wird. Immer wieder ist das geschehen in der Kirchengeschichte, dass sich Menschen Besitz der Kirche, Gebäude, Einkünfte der Kirche unter ihren Nagel gerissen haben, teilweise Abgaben, Pfründe und so weiter missbraucht haben, ja, Gelder bekommen haben, aber den damit verbundenen Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, sich bereichert haben. Das ist ja auch in der Gegenwart immer wieder geschehen. Große Finanzskandale auch in der Kirche. Da gilt es, entschlossen zu handeln, sehr transparent zu handeln. Und jeder, der im Bereich der Kirche mit Geldern zu tun hat, mit Immobilien, mit Besitz, muss auf höchste Transparenz achten. Das müssen integre Leute sein, die sehr genau zwischen dem unterscheiden können, was der Gemeinde, dem Gemeindeverband, wie auch immer gehört und was ihr Privateigentum ist und die dort einen ganz tiefen Graben ziehen, dass es nicht zu solchem Missbrauch kommt. Dort, wo das geschieht, untergräbt es ganz stark die Integrität natürlich der Leute und untergräbt es ganz stark auch das Vertrauen, das Leute zu ihrer Gemeinde, zu ihrer Kirche haben. Das hat verheerende Folgen. Nehemia geht die Sache hier konsequent an und schafft Fakten. Und hier noch das Zweite. Ich hatte ja gesagt, zwei Maßnahmen, Missstände im Tempel, Vers 10. Und ich erfuhr, dass die Anteile der Leviten nicht eingegangen waren. Und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst ausrichten sollten, fortgegangen waren, ein jeder auf sein Land. Also ein weiterer Missstand während der Abwesenheit von Nehemia. Scheinbar hat das Volk die vorigen Verpflichtungen nicht oder nicht ganz eingehalten. Man hatte sich ja eigentlich verpflichtet, das zu tun. Und dann blieb den Leviten und Sängern, die im Tempel wichtige Aufgaben hatten, ja, den Gottesdienst zu unterstützen, die Türhüter, das Brennholz und so weiter, die Sänger, die für den Gottesdienst eingeteilt waren, mussten letztendlich aus Jerusalem weg und zurück zu ihrem Erbteil, zu ihrem Land und das Land bestellen, um leben zu können. Ja, Nehemia kriegt das mit. Da schalt ich die Ratsherren, also ich schimpfte sie, ich kritisierte sie und sprach, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte sie, also die Leviten und die Sänger, wieder zurück und stellte sie wieder in ihren Dienst. Also Nehemia sorgt dafür, dass die Leute zurückkommen und dass sie wieder entsprechend versorgt werden. Ja, da brachte ganz Juda den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl in die Vorratskammern.
Ich bestellte über die Vorräte den Priester Schelemja und Zadok, den Schreiber, und von den Leviten Pedaja und ihnen zur Hand Hanan, den Sohn Sakurs, des Sohnes Matanias, denn sie galten als zuverlässig. Und ihnen wurde befohlen, ihren Brüdern auszuteilen. Also weil oder als Nehemia so entschlossen handelt, bringt das Volk wieder das Getreide, der entsprechende Raum, die Kammern stehen wieder zur Verfügung. Und Nehemia versucht auch hier Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Ja, er stellt nun Leute ein, er setzt Leute ein, die genau dafür zuständig waren, die Autorität hatten und die entsprechende Integrität hatten. Denn sie galten als zuverlässig. Diesen Leuten konnte man vertrauen, ja, dass sie niemand übersehen, dass sie niemand bevorzugen, weder die Priester, die Leviten, noch einzelne Gruppen unter den Leviten, und dass sie nichts von dem, was die Leute gebracht hatten, ja, ganz Juda, dass sie nichts davon zweckentfremden oder unterschlagen. Und dass auf diese Weise wirklich der Gottesdienst sichergestellt ist. Also im Bereich von Gemeinde und Kirche braucht es integre Leute, zuverlässige Leute, denen man auch mit Geld vertrauen kann. Ja, wo Geld und die Verantwortung über Geld eben nicht ihren Charakter korrumpiert. Wir haben das in verschiedenen Skandalen gesehen, welche verheerende Folge das hat. Das kann man hier lernen. Also in 13, 1 bis 13, drei konkrete Maßnahmen. Ja, hier Leute aus den fremden Völkern, vor allem die Ammoniter und Moabiter, werden weggeschickt aufgrund der Vergangenheit, aber eben auch der geistlichen Gefahr, die davon ausging. Hier eine Zweckentfremdung im Tempel wird rückgängig gemacht. Der Raum, der für andere Zwecke, gottesdienstliche Zwecke bestimmt war, zweckentfremdet war, wird hier seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt. Nehemia handelt hier mutig, entschlossen und konsequent. Und Nehemia achtet darauf, dass auch die Leviten wieder versorgt werden. Also er hat diese Missstände, die in der Zeit seiner Abwesenheit eingerissen waren, die hat er mutig beseitigt, ist sie konsequent angegangen. Also in diesem mutigen und entschlossenen Handeln ist Nehemia uns ein Vorbild. Und hier, wie wir gesehen haben, ähnlich in Kapitel 12, stellt er auch die materielle Versorgung des Gottesdienstes sicher, damit eben ja, das Buch des Mose vor den Ohren des Volkes, damit Gottes Wort gelesen werden kann, erklärt werden kann, verstanden werden kann, damit es Gottesdienste gibt, damit es das Lob Gottes gibt, damit es die Freude gibt und all das, was damit zusammenhängt. Also hier ist Nehemia und dieses ganze Buch enorm praktisch und ist auch darin uns eine Herausforderung. Damit herzliche Grüße aus Wiedenest. Machen Sie es gut, Gott befohlen. Ihr Christoph Stenschke.